Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und heute gibt es ein mini kleines Update zu mir und allgemein. Also, was hat sich die letzten Monate getan? Ich habe mein Pokémon-Spiel Ultramond jetzt angespielt und es ist nicht toll. Also ich muss schon zugeben, es ist das erste Pokémon-Spiel, wo ich mich richtig überwinden muss, weiterzuspielen. Eine Sache, die ich gut finde, ist, man kann die Starter-Pokémon der ehemaligen Generationen einfach so fangen. Man muss nicht wie früher darauf warten, dass man die irgendwie kriegt oder man kriegt sie gar nicht, sondern man kann sie fangen. Etwas, was ich daran doof finde, ist, man kann jetzt nicht zum Beispiel diese zwei Stück hintereinander fangen. Und ja, ich habe ja immer so gerne eins von jeder Entwicklungsstufe und das geht da jetzt nicht. Etwas, was ich gut finde, ist, dass ich sehr schnell sehr hohes Level bei den Pokémon erreicht habe. Etwas, was ich nicht so toll finde, ist, die Story ist so lang. Wirklich. Also ich muss zugeben, von allen Pokémon-Spielen ist das jetzt das erste, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist mein letztes. Weil es kann nicht mehr besser werden. Also mein Fazit zu diesem Pokémon-Spiel, kleinere Lösungsbücher mit weniger Inhalt scheinen mehr Pokémon-Spaß zu bieten als ein riesen Lösungsbuch mit ganz wenig Inhalt. Ja, was hat sich noch getan? Also ich habe Hartz IV bewilligt bekommen. Ich habe tatsächlich den Bescheid bekommen und inzwischen habe ich auch schon zweimal eine Auszahlung gehabt. Und ja. Ich bin auch schon einkaufen gewesen, Lebensmittel, ihr wisst schon, Käse. Ich habe eine Käsesucht. Ich melde mich hiermit offiziell bei den anonymen Käsesüchtigen. Was gibt's noch? Bei uns wird es langsam so kalt, dass ich drüber nachdenke, die Sommerdecke abzuziehen und die Winterdecke drauf zu tun. Weil zum Beispiel also gestern Nacht habe ich so gefroren. Das war nicht normal. Was gibt's noch? Ich habe eine ganz fiese Nesselsucht gerade und würde mir am liebsten den Oberkörper wegkratzen, aber dazu erzähle ich euch mehr im Freitagsvideo. Glaubt mir, wenn ich euch sage, im Moment der zu eine Reißverschluss, der schützt uns alle. Der schützt uns alle, glaubt's mir. Mit meinem Spielcomputer XP-Projekt bin ich jetzt auch schon ein Stück weitergekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich es nicht gemacht habe, aber erzähle ich trotzdem einfach, wie es weiterging. Ja, kann man auch machen. Ich habe mir vor ein paar Monaten, hat ein Bekannter von uns mir einen alten PC geschenkt, auf dem XP drauf ist, weil ich noch Spiele habe, die auf Windows 7 oder 10 gar nicht funktionieren. Und ja, der PC, der ist jetzt fast fertig. Ich müsste jetzt nur noch die E-Mail-Adresse von meinem Vater drauf bekommen und ein Virenschutzprogramm. Vielleicht noch bei meinem Vater ein zweites Virenschutzprogramm, weil ich habe schon jetzt so das Gefühl, dass das auf jeden Fall irgendwann richtig Zank geben könnte mit seiner Internetgebrauchsart und meiner. Aber ich habe das auf jeden Fall schon angefangen und ich spiele auch schon wieder alte Spiele und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also ich freue mich total mega, dass ich wieder das Hiha Hosenland oder Fritzi Fisch oder Töff Töff spielen kann. So Spiele mit Altersempfehlung von 4 bis 8 Jahren. Ich werde nächsten Monat 5. Also diesbezüglich werde ich diesen nächsten Monat dann 5. Meine Sorge um Leo, die ich nicht geäußert habe, aber die ich euch jetzt erzähle, ist auch besser geworden. Während dem Sommer war er so oft sehr apathisch und da habe ich mir dann doch schon Sorgen gemacht, weil er dann oft auch nur im Eck gelegen ist, obwohl er hätte rennen können. Und ja, das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Er ist wieder der kleine, kecke, freche, anstrengende Dachs wie letzten Winter. Aber er ist auch noch genauso süß. Im Moment ist Leo gerade total eifersüchtig, der hat gerade einen Ultra-Eifersuchtsanfall gehabt. Ich habe da so eine Amiibo von Pikachu, weil mich juckt in der Nase, ist das fies. Okay,
von Pikachu gehabt und da hab, nicht gehabt, aber hab. Und die wollte ich ihm zeigen und er hat sie übelst attackiert. Übelst. Zum Thema die Nase juckt, meiner Nase, mit der, die einen Schlag abbekommen hat vor kurzem erstmal, geht schon viel besser. Also hier und da tut es noch weh, wenn man falsch drauf kommt, aber so an sich geht es schon besser. Und die Schwellung lässt mit jedem Tag gerade nach. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht gleich eine Erkältung kriege und die Nase wieder zu ist. Ja, was kann ich noch erzählen? Was gibt es noch bei uns? Meine Mutter sitzt immer noch da. Und da, sie sitzt gerade hier, direkt neben mir. Ja. Und jetzt so eine süße Nase, Leo-Hase. Ich benutze zurzeit sehr gerne Duftöl, vor allem so Lavendel und Zitronella. Zitronella vor allem, wenn, weil das hilft unglaublich gut gegen Schnaken. Und Lavendel hilft eigentlich gegen alle Viecher, hat meine Mutter mir erst vor kurzem wieder erklärt. Ja, boah, was gibt's noch? Nö, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Sorry, so viel war die letzte Zeit gar nicht los. Wenn du jetzt, du kannst dich jetzt entscheiden, durchgehen oder nicht durchgehen, aber das Knuffen, das geht gar nicht. Nein. Durchgehen oder nicht durchgehen. Also weißt du, Mama knufft ja auch nicht die Autobahn dreimal an, bevor sie durch den Tunnel fährt. Ja. Wie ihr merkt, wir haben gerade so kleine Probleme, Leo und ich. Wir sind, er ist gerade etwas knuffig. Und ja. Und etwas keck und etwas überdreht. Ja. Entschuldigt, aber. Gut. Ja, gut. Ja, ich denke, das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen. Oh ja, noch eine Sache. Etwas, was mich gerade sehr stört. Mein Fliegengitter ist kaputt gegangen. Also im Moment ist gerade bei mir kein Schutz vor Insekten im Zimmer, weswegen ich das Fenster zulassen muss. Was zum Glück im Winterhalbjahr passiert ist. Da hat man eh nicht so das Bedürfnis zu lüften. Aber ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwann mal den Fensterbauer Mann da und hoffe, dass der mir dann da helfen kann. Und ja, gut, das war eigentlich alles. Ja, und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch anonyme Käsesüchtigen seid. Süchtige seid. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich nehme jetzt direkt das Freitagsvideo auf, solange es noch sichtbar ist. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Leo, nein. Und Mami hat vergessen, noch den Ausknopf.